was du für ein Problem hast, Allah subhanahu wa ta'ala hat es offenbart und hat uns da drinnen eine Lösung gegeben. Alhamdulillah. Deswegen in den islamischen Ländern war es unter der Zeit, wo die Muslime stark waren, wo es ein ganz starkes islamisches Imperium gab, war Depressionen unbekannt. Diese Krankheit, haben die gesagt, ist Krankheit von Römern und ist Krankheit von den Königen. Steht hier? Ist Krankheit von den Königen und den Römern. Von Reichtum, Besitz, zu viel. Er weiß nicht, was er tun soll. Deswegen seht ihr keinen großen Star, keinen großen Musiker, dass der nicht Antidepressiva nimmt. Es funktioniert nicht, gibt's nicht. Alle haben einen Seelenklempner, weil sie nicht an Allah glauben, an den jüngsten Tag glauben, weil sie in ihrem Besitz schwimmen. Schwimmen! Er weiß nicht, was er anfangen soll. Soll er heute dieses Hotel kaufen oder besser das ganze Berg? Nutzt nichts. Hier leer. Tod. Es existiert gar nichts. Noch weder die Liebe zu Allah. Noch kennt er überhaupt Allah. Noch die Liebe zu Muhammad alayhi salatu wassalam. Noch überhaupt kennt er überhaupt einen Propheten. Zu seinen Eltern vielleicht kennt er sie gar nicht. Und so weiter und so fort. Deswegen sagt der Scheich noch etwas Schönes. Und ich lese euch das vor. Wenn jemand zu euch kommt, und hört bitte zu, und euch ein kostenloses Essen anbieten würde, was wäre eure Antwort? Einer kommt zu euch und bietet euch ein kostenloses Essen. Was wäre unsere Antwort? Oh, liebevoll, dieser Mann ist gut. Er hat mir heute Essen gegeben, mashallah. Und du hättest einen besonderen Platz in deinem Herzen. Aber der Scheich sagt, subhanallah, deine Mutter hat dich 20 Jahre kostenlos ernährt. Vielleicht auch 30. Dein Vater, seine Haare sind so, so weiß. Wegen dir, Achi. Vielleicht hast du Drogen genommen. Vielleicht warst du weg. Ganze Nacht irgendwo hast du rumgelungert. Dein Vater war zu Hause. Er konnte nicht versorgen. Sein Kopf hat gedacht, was macht mein Sohn? Was macht mein Mustafa? Was macht er mit? Wem ist er? Hast du das bedenkt? Dass du ihn die Hälfte seines Lebens vielleicht gekostet hast. Deine Mutter ist vielleicht psychisch erkrankt. Wegen dir. Weil die dich liebt. Weil die kaputt geht. Weil du sie nicht kennst. Weil alles wichtiger ist als deine Mutter. Zu deinem Freund schämst du dich zu sagen, ich kann nicht. Oh, was denkt er? Zu der Mutter, Mama, lass mal, ich kann nicht. Kein Problem. Aber sie akzeptiert das, weil sie dich liebt. Liebst du sie auch? Hast du dem jemals die Hand gereicht, die Hand geküsst, wie Ibn Sirin das sagt? Und Ibn Sirin war ein großer Alim. Ein großer, ein sehr großer Alim der Umma. Er ging nie zu einem Gebet, nie, ohne vorher seine Mutter die Hand geküsst zu haben und gesagt zu haben, oh meine Mutter, bist du mit mir zufrieden? Bist du mit mir zufrieden? Wenn sie sagt, oh mein Sohn, du weißt, dass ich dich liebe und du weißt, dass ich mit dir zufrieden bin, er geht lächelnd raus und sagt, nur jetzt kann Allah mein Gebet annehmen, weil die erste Bedingung ist erfüllt. Meine Eltern sind zufrieden. Jetzt inshallah, wenn ich das Wudu nach Sunnah mache und das Gebet nach Sunnah verrichte, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala wird das annehmen. Das waren große Gelehrten. Imam Ahmed heiratet nicht, bevor seine Mutter nicht gestorben ist. Große Gelehrten, weil er will kein Unrecht machen. Verstehen wir das? Wie die großen Gelehrten dieser Umma das auch verstanden haben. Wer Mutter war. Ein großer Gelehrter sitzt in sein Ders, hält einen großen Vortrag. Eine große Menschenmasse sitzt. Seine Mutter stürmt rein. Und sie sagt, du hast die Hühner heute nicht gefüttert. Er unterbricht, geht raus, füttert die Hühner und kommt wieder zurück, ohne wieder zu sitzen. Boah, was hätten wir gemacht? Boah, was macht die denn hier? Voll Blamage. Ich kann nie wieder in diese Moschee kommen. Ich bin Scheich. Subhanallah. Deine Mutter ist dein Scheich. Sie ist die Königin, nicht du.
Es gab eine schöne Geschichte. Sie ist passiert in Riad in einer Schule. Es waren vierte Klasse. Sie waren in Schule und es gab einen Jungen, er war ziemlich begabt, sehr begabt sogar. Und der Lehrer wollte denen keine gute Note geben in einem bestimmten Fach. Da sagte der zu seinem Lehrer und bittete ihn, bitte lass mich den Test bestehen, bitte ich schaff das. Weil er war so auch einer, der hat immer gekämpft, er wollte unbedingt die besten Noten haben. Da sagte sein Lehrer aus Spaß, gut, vor allen jetzt hier, vor allen, vor voller Klasse, wenn du mir die Erde von Jannet bringst, gebe ich dir in diesem Fach die beste Note. 1 oder ich weiß jetzt nicht, welche beste Note da ist. Sagen wir mal 1. Die beste Note. Alle lachen in der Klasse. Wie soll der aus Jannet Erde bringen? Der Junge sagt, okay. Am nächsten Tag kommt er mit Tüte mit Erde. Und auf den Lehrertisch, so. Das ist Erde von Jannet. Sein Lehrer sagt, wie? Sagt er, du hast uns gesagt, unter Füßen der Mutter ist das Paradies. Diese Erde war unter Füßen meiner Mutter. Sie ist für mich das Paradies. Steht hier. Sein Wissen, wie der nachgedacht hat. Es geht sich nicht hier, ob dieser Hadith jetzt authentisch oder nicht. Wir wissen, dieser Hadith hat ein bisschen Schwächen. Aber das Inhalt ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Weil die Füße deiner Mutter sind für dich in diesem Moment heilig. Ich meine nicht heilig, dass du sie verehrst. Ihr wisst alle, was ich meine. Deswegen ist es wichtig, wie der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam uns sagt, welche Tat, die Sahaba fragen, ja Rasulullah, welche Tat ist die am meisten geliebteste bei Allah subhanahu wa ta'ala? Er sagt, Wallahi, das gute Benehmen zu deinen Eltern. Das gute Behandeln deiner Eltern. Und Abdullah ibn Umar ist ein großer Rechtsgelehrter der Umma. Ist ein großer Rechtsgelehrter, ein Sohn von einem großen Sahabi dieser Umma. Ein Sohn von einem wundervollen Sahabi dieser Umma, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anh. Ein großer Rechtsgelehrter, sein Sohn. Abdullah ibn Umar. Und wenn wir das hören, das müssen wir auch verinnerlichen. Diese Namen, das sind unsere Gelehrten. Diese Namen kommen nicht einfach so. Diese Namen haben bestimmte Stellung. Imam Malik hat eine goldene Kette gebaut. Diese goldene Kette war, dass man, wenn man ein Hadith, Malik, Nafi ibn Umar, sagt man goldene Kette in Muwatta. Das sind große Gelehrten der Umma, Beschützer der Sunna. Wenn du hörst Abu Huraira, das ist nicht einfach so. Das ist ein großer Alim. Rasul alayhi salatu wassalam hat für Abu Huraira Dua gemacht. Das Umma von Muhammad Abu Huraira liebt. Wenn du Abu Huraira liebst, dann wisse, dein Herz ist in Ordnung, inshallah, in diesen Taten, in diesen Sachen. Und Abdullah ibn Umar überliefert uns und sagt, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er kam mit der Absicht, in den Kampf zu ziehen. Und er hinterließ und sagte, meine Eltern weinen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, geh zurück und bring sie wieder zum Lachen. Dein Dschihad oder deine Anstrengung sind deine Mutter und dein Vater jetzt. Geh zu denen, lerne das. Mit Mutter und Vater umzugehen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Sagt nicht mal uff. Nicht mal uff. Ältere Leute sind schwach. Sie können nicht viel. Helf deinen Vater. Vergesse nie, mein Bruder. Wo du das erste Mal die Pampas abgelegt hast, wie dein Vater stolz war.